müssen wahrscheinlich da runterspringen. Beziehungsweise uns fallen lassen, aber dafür müssen wir das ein bisschen weiter nach links machen. So würde ich schätzen. Dann betätigen wir einfach den Hebel und lassen uns los. Lassen los. Jetzt lassen wir mal los. Jo, geil. Oder unten liegt eine Videokassette links, habe ich gerade gesehen. Links unten auf dem Grund des Bodens, des Wassers. Ich finde, das Wasser haben sie so schön gemacht. So, hier müsste jetzt irgendwas sein. Hier ist aber nichts. Komm, wir tauchen mal nach unten. Hier ist ein Schalter. Oh, wir haben keine Luft mehr. Schnell nach oben. Nach oben, schnell, schnell, schnell. Bitte, 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 bitte. Wow, der war knapp, ey. So, und jetzt ziehen wir das einfach mal nach rechts und dann könnten wir ja wahrscheinlich nach oben klettern. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Sorry, kam mir gerade so ein Sinn. So, weiter geht's. Alle hopp. Alle hopp. Einmal Knopf drücken. Und hier ist auch ein Knopf. Wir gehen erstmal nach rechts, gucken, was da noch, ob da noch irgendwas ist. Nein. Ach geil, da liegt ein altes Fahrrad. Schaut mal. Können wir das nehmen und wegradeln? Ach ne, was habe ich gemacht? Ich wollte ja draußen auf den Knopf drücken. Jetzt steigt das Wasser hier wieder. Das bringt uns ja nichts. Wir müssen rechts rüber, irgendwie. Und die Tür geht auch zu. Da müssen wir aber rein. Ach nö, oder wir müssen an die Kette. An die Kette hier, seht ihr die? Aber wie kommen wir da hoch? Wir brauchen irgendein Floß. Hier ist eine Luke. Hier haben wir sonst auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ach, jetzt sind wir wieder hier drin. Hä? Verstehe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Die Tür kriegen wir natürlich jetzt nicht auf, weil das Wasser da steht. Haben wir nicht irgendein Stück Holz oder irgendwas, wo wir drauf springen können und dann darüber kommen? Wir können auch hier nichts nehmen, oder? Fahrrad. Hier können wir auch nichts nehmen. Wir können natürlich tauchen versuchen. Sorry, Frosch im Hals. Wir können ja mal versuchen, wenn wir jetzt. Hier runtertauchen? Nö, dann kriegen wir die Tür auch nicht auf. Hä? Strange. Und wenn wir jetzt in die andere Tür, kommen wir da vielleicht rein? Oh fuck, wir kriegen schon wieder keine Luft. Schnell nach oben, schnell nach oben. Boah, wir sind tot, tatsächlich. Wir sind gestorben. Ey, das kann doch nicht sein. Wir waren tatsächlich zu lange unter Wasser.
Aber ich habe jetzt eine Idee. Wir drücken einfach den Knopf, dass wir einmal nach oben gehen mit dem Wasser und dann tauchen wir nach unten und drücken nochmal den Knopf. Und dann können wir vielleicht nach rechts rüber schwimmen, sodass wir auf dieser Plattform wenigstens bleiben. Jetzt drück drauf. Ja. Hoch, 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 hoch. Oh, krass, aber es hätte fast geklappt. Wisst ihr, wie ich meine? Das müsste klappen. So, jetzt nach unten tauchen. Einmal drücken und rüber. Rüber, schnell, 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 schnell. Jo, sehr schön. War ja gar nicht mal so schwer, wenn man es mal geblickt hat, wa? So wie das meistens so ist. Oft denkt man sich dann am Schluss, oh Mann, ey, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Und man überlegt dann aber 2 Stunden und dreht fast durch. Und dann war es irgend so eine ganz, so eine Kleinigkeit. Keine Ahnung, was ich hier gerade mache, aber ich mache es einfach mal. Ach so, cool. Da oben ist doch dieses Seil. Und jetzt müssen wir nochmal Wasser anmachen, sozusagen. Und dann kommen wir an das Seil hin. Erstmal auf die Kiste. Und alle hopp. Nein, nicht ins Wasser. Du Dödel. Du Pimmelberger. So, endlich mal wieder ein bisschen hoch ins Tageslicht, ey. Oh, und ein Zug, also es spielt in unserer Zeit wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen später. Boah, schaut mal da unten, wie viel von den komischen Zombies da sind. Stehen die auf dem Zug oder was ist das? What the fuck? Wow. Böse, böse, böse. Ah, da müssen wir aufpassen mit dem Licht. Ah, und da ist ein Rad. Rechts unten, irgend so ein Zahnrad. Boah, der Schatten, der Schatten, der Schatten. Krass. Schön im Kreis den Stick. Schön im Kreis den Stick. Fuck, Mann. Ich glaube, das schaffen wir nicht auf einmal. Ich glaube, das müssen wir zweimal machen. Wow. Wir machen das jetzt auf zweimal, Freunde. Ich glaube, das müsste funktionieren. Halt, andere Richtung. Boah, war der knapp. Ey, war der knapp, verdammte Scheiße. Halt, schon wieder falsche Richtung, verdammt. Boah, Freunde. Das ist echt krank. Nein! Scheiße, war doch ein bisschen zu. Ich war ein bisschen zu voreilig. Okay. Das mussten wir echt dreimal machen. Dreimal zurückgehen. Sonst haben wir keine Chance. Das Licht ist zu schnell. Wow, wow, wow. Boah, der war mal richtig knapp, ey. Der war wirklich auf die Millisekunde, war das gerade. Komm, wir machen lieber auf Nummer sicher. Sonst stürzen wir wieder ab. Jetzt dürfte das passen.
Boah, diese Zombies, ey. Oder was auch immer das für die komische Dinger sind. Ah! Oh fuck. Aber hier war ein Schatten, das habe ich gesehen. Wir warten hier mal kurz. Ah, ey, diese Lichter, die machen mich verrückt. Die machen mich verrückt. Hier ist eine Luke. Auf, auf, auf. Oh, Junge, Junge, war der hart knapp, ey. Verdammt nochmal. Erstmal durchatmen und ein bisschen runterkommen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Und es geht in die Kanalisation, meine Freunde. Ach, ein VW-Bus. Oder ist es eine Bahn? Sieht irgendwie aus wie ein VW-Bus, Alter. Aber ich glaube, das ist ein Zug. Oder eine S-Bahn. S-Bahn, glaube ich, ja. Oh, den ganzen Tag einen Frosch im Hals. Oder besser gesagt, eine ganze Nacht. Oder morgens. Wir haben ja schon. Es ist wieder 6 Uhr morgens gleich. Oh, nein, keine Hunde, keine Hunde, keine Hunde. Einfach mal losgesprungen ins Wasser. Kann man mal machen. Warum nicht? Oh, fuck, da kommt einer. Scheiße, wir hätten im Wasser bleiben sollen. Verdammt nochmal. Shit, ey. Wir hätten echt im Wasser bleiben sollen. Das wäre besser gewesen. So, und jetzt wieder ins Wasser. Haha. Was? What the fuck? Der Hund kommt ins Wasser oder was? Ey, geht's noch? Wir warten jetzt mal ganz kurz hier. Komm, wir tauchen mal nach unten, gucken, was es da gibt. Vielleicht gibt's hier irgendwas. Auf der Seite kommen wir leider auch nicht hoch, also da oben, über uns sozusagen. Oh, was ist das für eine Röhre? Was ist das für eine Röhre? Sieht mir verdächtig aus. Ne. Oh, schnell hoch, 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 hoch. Ich will nicht wieder ertrinken. So, was machen wir jetzt? Wir laufen einfach ganz langsam. Scheiße. Aber tauchen kann er nicht, der Hund. Haha. Ach krass, der schwimmt uns wirklich hinterher. Das kann doch nicht wahr sein. Ach so, können wir das vielleicht machen, Freunde. Und jetzt, wir schwimmen nämlich ein bisschen schneller als der Hund. Geil, 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 geil. So, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gib Gas! Ja! Geil! What the fuck? Ey, ich dreh durch, ich dreh durch! Wow! Schnell weg hier, weg hier, weg hier. Reiß die Bretter weg, reiß die Bretter weg. Wir müssen weg, reiß doch weg, Mann! Reiß doch weg! Shit, ey. Scheiße. Ey, es ging jetzt aber nicht schneller. Wir konnten nicht schneller diese... Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Wir reißen ein Brett weg. Ach, fuck off, Mann. Jetzt habe ich vergessen zu drücken. Ey, ihr Scheißköter. Ihr Drecksköter. Ihr verfickten Drecksköter.
Ihr dreckigen Scheißköter, ey. Guck mal, wie sie uns wegfressen, ey. Hart. Ey, ist das übel? So, ich habe eine Idee. Ich möchte so ein Brett wegreißen. Und dann wieder rüber. So, wisst ihr, wie ich meine? Weg, 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 das schafft man nicht, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Verdammte Scheiße, verfickte Drecksköter, ey. Jetzt werde ich aber sauer, ey. Scheiße. Man muss echt warten, bis die ganz hinten sind. Sorry für die Ausdrücke, Freunde. Aber das nervt mich gerade ein bisschen. Scheiße, wir schaffen schon wieder nicht mehr, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Das ist doch zum Kotzen. Ich glaube, wir müssen oben einfach abspringen von diesem Drecksgerüst, dass wir schneller an den Brettern sind. So. So, eins haben wir. Und jetzt warten wir, bis die Hunde wirklich da sind. Und springen jetzt wieder rüber. Kindchen, du brauchst ein bisschen mehr Kraft, ey. So. Und jetzt nochmal wieder rüber. Wir warten aber, bis die Hunde alle wieder da sind. Und so eins nach dem anderen. Zieh. Und jetzt komm durch. Yes. Yo. Alter, diese Drecksköter, die sind echt übel. Nein. Gestorben, gestorben. Wir hätten runterklettern müssen. Aber ist jetzt gar nicht so schlimm, Freunde. Ich muss jetzt einen kleinen Cut machen. Wir haben 5 Uhr morgens und ich muss jetzt dann langsam schlafen gehen. Ich bedanke mich schon mal bei jedem Einzelnen von euch fürs Zugucken und würde sagen, man zieht sich dann einfach beim nächsten Teil des Spiels. Das werden wir auf jeden Fall durchzocken. Ich habe voll Bock drauf und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, dann schönen Tag oder Abend oder wie auch immer wünsche ich euch und man sieht sich dann beim nächsten Video, Leute. Haut rein, bis denne. Peace.